Gude und hallo, hier ist mal wieder der Andi. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es das letzte Woche angekündigte besondere Geflecht. Es ist, wie gesagt, es ist nichts Besonderes im eigentlichen Sinne, aber ich fand die Idee einfach toll und die ließ sich auch noch gut umsetzen und ich denke, das könnt ihr auch so umsetzen. Wenn ihr meine Videos kennt, dann habt ihr ja vielleicht das Video gesehen zu meinen sogenannten Keltenleuchten. Das sind die hier. Die gibt es natürlich auch mit geschälter Weide und die große Variante haben immer einen Spieß, wo man das in die Erde stecken muss. Nun ist es aber so, diese Möglichkeit hat gar nicht jeder. Man könnte dann zum Beispiel sich überlegen, einen Blumentopf irgendwo hinzustellen oder einen Eimer mit Kies, wo man dann sowas reinsteckt, damit man das dann eben irgendwie auch mit diesen Keltenleuchten beleuchten kann. Aber das muss nicht unbedingt schön aussehen dann und von daher wäre die Möglichkeit, das anders zu machen, ja gar nicht so schlecht. Und da kam mir folgende Idee. Ich flechte an die Keltenleuchte einfach einen Fuß dran mit einem Rand, wo man ein Gewicht einfüllen kann. In diesem Fall habe ich jetzt Kiesel genommen, man könnte natürlich auch andere Dinge nehmen. Ist aber sonst, genau wie die Keltenleuchte eben auch, mit dem japanischen Auge zusammengefasst, hat wieder dieses Stürzglas von weg mit drin und funktioniert hervorragend. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen neugierig gemacht und zeige euch jetzt, wie ich die flechte. Aber noch kurz zwei Sachen vorher. Zum einen möchte ich euch erinnern dran, morgen Sonntag, der 27. Juni, gibt es dieses Künstlerfest. Das habe ich beim letzten Mal auch schon angekündigt in Bad Salzhausen. Da werde ich zu finden sein. Wäre schön, wenn ihr vorbeikommt, wenn ihr könnt. Und zum anderen wollte ich eigentlich nur ankündigen, dass es diese stehende Leuchte dann natürlich demnächst auch bei mir im Shop gibt. Der ist unten verlinkt, falls ihr also Interesse habt und es nicht selber flechten könnt, könnt ihr dort welche erwerben. Aber jetzt geht's los! Den Teil, wie man einen Boden flechtet, werde ich hier nur quasi im Schnelldurchgang machen. Das könnt ihr euch gerne nochmal anschauen bei dem getreppten Korbvideo. Das werde ich hier oben nochmal verlinken. Ansonsten geht es nach der Herstellung des Bodens weiter mit der eigentlichen Standleuchte. So, ich habe jetzt den Boden soweit fertig geflochten. Der ist knapp 20 cm im Durchmesser und der ist im Grunde jetzt die Basis für das, was wir jetzt flechten möchten. Da werden jetzt im Grunde erstmal Staken reingesteckt, allerdings ein bisschen anders als gewöhnlich, wo sie normalerweise mit der dicken Seite unten reinkommen, mache ich das heute andersrum. Ich gehe mit der dünneren Seite unten rein, dafür länge ich die aber in einer bestimmten Höhe ab, damit ich am Ende eben auf die Höhe mit meinem Geflecht komme, wie ich es gerne hätte. Dafür suche ich mir jetzt 12 Staken aus, die ich dann hier einstecken kann, quasi in die, zu jeder Bodenstarke eine. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, jetzt habe ich hier 12 Routen, die werde ich jetzt unten mal kurz versäubern, damit die Länge, die ich vorher quasi bestimme, dann auch so bleibt. Denn wenn ich dann feststelle, dass da irgendwo was gebrochen oder kaputt ist, ist es immer schlecht, weil wie gesagt, dran schneiden geht nicht. So. Und jetzt werden sie abgelenkt. Da das Geflecht nachher ca. 60 cm hoch sein soll, also für mich, wie hoch ihr das macht, ist im Prinzip euch überlassen. Ich hätte es gern 60 cm hoch. Das ist am Ende, wenn es auf dem Boden steht, etwas mehr als kniehoch. Muss ich ein paar Zentimeter draufrechnen, einmal was unten quasi in den Boden eingesteckt wird und zum anderen, was ich nachher oben nochmal umbiegen muss. Das heißt, es müssen etwas mehr als 70 cm sein, damit das am Ende auch Hand und Fuß hat. So, ich nehme jetzt einfach mal die 75 cm. So, die Spitzen heben wir auf, da machen wir noch was anderes von.
So, und jetzt nehme ich die dünne Seite der Triebe, also nicht die untere dicke Basisseite, sondern die dünnere Seite und schalme die ein bisschen an, damit ich die besser in dieses Geflecht reinstecken kann. Und schon ganz losgehen. So, ich fange jetzt an, diese starken, die angespitzten Seiten jeweils immer links neben eine Bodenstarke quasi dazu zu stecken. Das ist die Oberseite hier. Und dann knicke ich die ab nach oben, so wie man das beim Korb eben auch macht. Bind die oben zusammen und dann geht's weiter. Ja, um die Kimme zu flechten, schneide ich erstmal die ganzen dünnen Spitzen oben ab, denn die sind ohnehin zu weich, die halten nicht richtig. Und stecke die Spitzen quasi jeweils rechts neben eine Bodenstarke in das Geflecht hinein. Und beginne, wie immer bei der Kimme, vor zwei Starken hinter einer, jeweils mit der linken nach rechts gearbeitet. So, und hier am Ende werden dann natürlich drei neue Starken eingesteckt, jeweils von links nach rechts wieder einstecken, vor zwei, hinter eins. Die werden natürlich dann ausgeflochten bis zum Ende und werden dann nochmal verlängert. Am Schluss der Kimme werden dann die Enden jeweils vor zwei hinter eins weiter geflochten, aber dann unter zwei quasi nach außen geholt. Dabei hilft mir hier der Friemen wieder. Jeweils immer weiter versetzt, vor zwei hinter eins, unter zwei raus und dann hält die Kimme auch. So, jetzt noch versäubern und dann geht's oben weiter. So, das ist soweit fertig. Jetzt werde ich ein 5 cm langes Stück, das ist hier eine Haselstarke, die ist etwas mehr, 1,6, 1,7 cm in der Stärke, plus minus ein paar Millimeter, macht da bestimmt nichts aus. Also circa 5 cm lang abschneiden. Und das benutze ich jetzt als kleines Halte- und Mittelstück für die Bindung, die ich hier oben an dem Geflecht machen werde. Dazu binde ich das Ganze wieder auf. Dieses Stück setze ich jetzt auf der Höhe bei zwischen 30 und 35 cm hier mit ein und fasse alle Triebe nebeneinander liegend, also nicht überlappend oder überkreuzend, quasi da drum herum, damit das Ganze hier zusammengedrahtet werden kann. So, das ist jetzt einmal hier in der Mitte drin, das Stück. Jetzt nehme ich mir einen Draht
wickel das einmal hier fest. Keine Angst, da kommt gleich noch ein japanisches Auge drauf. Damit wird dann der Draht verdeckt. So, noch einmal. Damit mir das Stück nicht wieder rausrutscht. So, dann das Ganze schön eng verzwirbeln. So sieht das Ganze jetzt aus. Das hat eine leichte Drehung. Wenn man das nicht mag, kann man das natürlich gegendrehen. Dann stehen die auch gerade. Aber für mich ist das völlig in Ordnung, denn ich mag das mit dieser Drehung. So, jetzt mache ich da ein japanisches Auge drauf. Und wie das japanische Auge genau geht, das könnt ihr euch oben links in dem Video anschauen. Ich glaube, das ist ganz schön geworden. Das werde ich jetzt mit zwei Nägelchen befestigen. Das mache ich nur, damit das Ganze tatsächlich nicht wieder aufgeht. Einmal und einmal in die Rückseite. Auf die mittlere Höhe, in die mittlere Wicklung quasi, mache ich das rein und haue es dann einfach fest. Somit hält es auch gleichzeitig dieses Haselstück fest, was hier quasi mit reingebunden ist. So, und jetzt kommt wieder mein Flechtklotz zum Einsatz. Von den größeren Seiten nehme ich jetzt quasi den inneren Kranz. Und zwar nehme ich den deshalb, weil da genau das Maß dieser Gläser drauf passt. Ja, das ist genau darauf abgestimmt. Und dann kann ich mich auf das Maß verlassen, dass das Glas nachher gut in dem Geflecht drin sitzt. Das mache ich dann folgendermaßen. Ich hole einmal das Gewicht hier raus. Besser ist das. Und fädel diese Starken in diesen Kranz ein. Ist ein bisschen Gefuddel, aber für das Endergebnis lohnt sich das. So ein bisschen schütteln beim Reinstecken hilft. Und so ein bisschen eine Kreisbewegung und dabei Druck nach unten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt passt. Wir sollten jetzt eine Gesamthöhe von etwa 30 haben hier oben. Das passt. So, und nun wird das wie bei den Gartenfackeln, bei den Kettenleuchten, die ich euch ja auch schon gezeigt habe, hier unten mit drei Reihen Fitze quasi beflochten, damit es oben zusammenhält. Dafür nehme ich jetzt die Abschnitte her, die ich am Anfang abgeschnitten habe. Ich fange mit der dünnen Seite an, nebeneinander einlegen und dann immer schön über Kreuz. So, nach anderthalb Reihen lege ich zwei neue ein und dann habe ich am Ende zweimal anderthalb, drei Reihen und ziehe das wieder unter das Ende, das ist dann das dünne Ende. Ich lege jetzt hier dick auf dick und dann hält die ganze Sache auch gut. Ich mache es allerdings so, ich schräge das leicht an und lege das mit der Schnittfläche nach innen, sodass ich da nachher keine Störung habe beim Einsetzen des Glases. Einmal. So, drei Reihen voll. Enden einziehen. Eins. Und so, noch ein bisschen versäubern und jetzt ziehen wir es wieder raus. So sieht das jetzt im Moment aus und das wird jetzt quasi zum Rand umgeflochten.
Dazu nehme ich die Rundzange, kniff die oberhalb einmal kurz an und biege sie leicht nach rechts. Zack. Dann nehme ich den großen Friemen, lege den hinter zwei. Das ist nur zum Überflechten übrigens, damit ich nachher hier quasi eine Lücke habe, um den letzten von der anderen Seite reinzustecken. So, und jetzt überflechte ich mit dem rechten nach rechts hinter den nächsten und raus. Hinter den nächsten und raus. Hinter den nächsten und raus. Nimm dir mal raus, damit man das besser sieht. Hinter den nächsten und raus. So. So, der letzte wird quasi da, wo wir den Platzhalter drin liegen hatten, von innen nach außen durchgesteckt. So. Und das war's. Natürlich versäubere ich das Ganze noch ein bisschen, indem ich die überstehenden Kanten ein bisschen wegschneide. So, alles schön versäubert. Jetzt kommt das Glas rein. So, ruhig ein bisschen reindrücken. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Damit dieses schwere Glas oben, je nachdem was für eine Kerze reinkommt, wird es ja noch schwerer. Also da kann ruhig auch eine dicke Stumpenkerze mit rein, das macht überhaupt nichts. Füllen wir hier unten quasi ein Gewicht ein, damit das Ganze eben einen stabilen Standfuß hat. Das kann man natürlich mit verschiedenen Sachen machen. Zum Beispiel, das Einfachste wäre natürlich einen schönen Zierkies reinzupacken. Dann kriegt das ein schönes Gewicht, bleibt schön stehen, sieht auch noch nett aus. Aber man kann natürlich da in seiner Gestaltung auch noch ein bisschen freizügiger sein. Zum Beispiel gibt es ja auch diese Glasbrocken, die man so kriegen kann, die oft dann auch verschiedenfarbig quasi eingefärbt sind. Und da kann man die auch da reinpacken, denn auch Glas, diese Brocken sind auch sehr schwer. Und kann damit wunderbar diesen Fuß auch noch optisch schön gestalten. Ich mache mich jetzt mal auf den Weg und hole mal ein paar Kiesel rein, um euch das zu zeigen. Ich fülle jetzt einfach mal ein paar Kiesel rein, um euch das mal zu zeigen. Also wenn das nicht hält, weiß ich auch nicht. Aber ich zeige es euch jetzt auch nochmal auf der Terrasse stehend. Ja, leider habe ich kein Bild in der Dunkelheit mit Kerze, aber ich glaube, auch so kann man schon sehen, dass das eine ganz schöne Sache ist. Und ich hoffe, dass euch das auch gefällt. Ja, ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen und ihr habt gefallen, sowohl an dem Video als auch an dem Geflecht gefunden. Ich glaube, das ist gar nicht so schwer nachzumachen. Ich finde einfach die Methode, dass man auch einfach mal eine Lampe irgendwo hinstellen kann, ohne dass man die irgendwo in die Erde stecken muss, auch eine ganz reizvolle Sache. Und ich denke, für ein schönes Ambiente kann die auch sorgen, wenn zum Beispiel dann eine Kerze drin ist. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wieder sehen. Mal schauen, was ich dann mache. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Bis dahin würde ich sagen, haltet die Ohren scharf, bleibt gesund und wir sehen uns. Ciao!